Spionage. Ach, da sind zwei unterschiedliche gewesen, gelb und grün. Beide haben Zugang. Ach so, wahrscheinlich, weil die zusammenspielen und einer von den Hirnis jetzt, ja. Geil. Ist doch Kacke. Das ärgert mich jetzt. Ich bin gerade am Überlegen, was wir jetzt machen. Tja, 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 was machen wir denn? Da können wir auf jeden Fall noch irgendwie hier was rausholen. Kanalisation. Da müssen wir hier Wurst und Bücher schicken. Die Wurst hätten wir natürlich, aber die Bücher nicht. Aber das ist ja kein Problem, so ein paar Bücher eben zu drucken. Händlergilde müssten wir dafür auch noch eben bauen. Aber die bauen wir sowieso mal langsam. So, setzen wir die denn hin? Neben die Kirche? Nee, hier unten irgendwo hin. Hier. So. Ja. Ist das jetzt hier endlich ausgebaut? Immer noch nicht. Oh, Leute. Ist das denn so schwer, hier verdammte 8 Scheiß-Bretter hinzubringen, ihr verkackten Würmer? Jetzt macht doch mal, arbeitet. Wofür bezahle ich euch? Mann, oh Mann, oh Mann. Kacke ist das. Was mir gerade auffällt, wir könnten eigentlich auch mal, das machen wir hier oben, Brauereien bauen. So. Einen Brunnen hier oben. Das ist wichtig. Brauereien. Dann, wie gerade angemerkt, könnten wir hier auch so ein Papierdingens mal bauen. Hier noch einen Brunnen hin. Können wir auch hier an so einem Arbeitsgebäude ein Buchdingens bauen und dann hat sich das. So, werkzeugtechnisch geht es jetzt wieder einen normalen Weg. Da haben wir jetzt wieder 30 Stück. Die Kirche ist sogar noch vor dem Ausbau hier fertig. Na gut, investieren wir doch direkt mal. Aber wie sollen wir jetzt an so ein Kackkloster kommen, ey? Das kriegen wir doch hier nicht kaputt. 2, 1, 4, 4. 4, 2, 1. Die müssen wir aufrüsten. Kein Weg dran vorbei. Einer eurer Befestigungen wurde erfolgreich ausgebaut. Ach, doch mal endlich, ja? Dann müssen wir jetzt mal ganz schnell was anderes machen. Kann ja hier nicht angreifen, dann. So, das gehört nämlich uns, mein Freund. Händlergilde ist auch fertig. Sehr gut. Die hatten wir hier unten, ne? Ja. Hausierer. Kriegt mal 8 Stück. Und ich war doof, ne? Wollte jetzt für 3 Steine noch Prestige-Dingens bauen, aber wir können doch jetzt hier für einen Stein die Felder bauen. Jetzt machen wir erstmal schön einen Friedhof für unsere Kirche. Solle. Da noch und da noch. So, da kommt jetzt noch ein Prestige dazu. So. Dann brauchen wir den Lagerausbau, die Geologie und den das Kirchenupgrade. So, hier fischmäßig ist schon alle.
Dann verpiesel du dich mal und du verpieselst dich auch mal und du verpieselst dich auch mal. Dann werdet ihr nämlich Holzfäller. Hier mache ich jetzt endlich die Geologen rein. Gold ist noch nicht mal fertig hier. Das hat hier wieder einen Müll. So, und jetzt machen wir direkt hier nochmal. Aber diesmal bauen wir einen schönen Park für die Händlergilde. So. Freuen sie sich auch. Und dann gehen wir nämlich auf Wohnungsausbau und Befestigungsausbau. Erstmal bauen wir hier außen die Befestigungen aus. Und zwar diese hier. Dann kommt diese hier. Und dann kommt diese hier. Wie viele Steine haben wir noch? 35. Ja, das ist ja das, was ich sagte. Hier kommen jetzt Holzfäller hin. So. 35 ist ja jetzt scheiße wenig, ne? Na egal. Jetzt durch. So, hier, Goldwerk, komm. Lass mich dich zum Geologen machen. Häusermangel. Wo können wir denn ein paar Häuser hinbauen? Hier können wir ein paar Häuser. Oh. Haus hin. 17 gegen 7. Das ist doch eigentlich, müsste doch machbar sein, oder? Was meint ihr, Leute? 17 gegen 7 und jetzt ist es 12 gegen 5. Ey, was soll die Kacke denn? 9 gegen 4. 7 gegen 3. Was ist das denn hier für ein Scheiß? Gegen 7 und wir verlieren, oder was? Ja. Verkackt, würde ich mal sagen. 17 gegen 7. Ey, haltet euch das mal auf der Zunge. 17 gegen 7. Wie kann man diesen Kampf denn verlieren? Boah. Boah. 17 gegen 7. Da schaudert's mich doch. Bäh. Bäh, 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 bäh. 17 gegen... Boah, ist das eklig. Ich komme ja gerade nicht klar drauf, Leute, ne? 17 gegen 7 haben wir verloren, ne? Ja, gut. Haben wir verloren. Sehr interessante Erfahrungen mache ich hier gerade. 17 gegen 7. Naja, gut. Lag dann wohl daran, dass er einen Standartenträger hatte und Reiter besaß. Ich hatte aber jetzt eigentlich fest damit gerechnet, dass man das schaffen kann. Nicht so die schöne Art und Weise. Gut, jetzt geht's dann wieder dran, die Lagerhäuser hier auszubauen. Das machen wir natürlich auch direkt. Dann geht das Ganze auch wieder etwas schneller vonstatten. ...17 gegen 7. Krasse Geschichte. Die muss man mal erzählen. Aber ich erinnere mich da so an so einen tollen Film, der ja eigentlich auch sowas demonstriert. Dass sowas einfach möglich ist. Dieser Film nennt sich 300.
wo sich ja auch 300 Spartiaten gegen zigtausende von Truppen der, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Ein neuer Handelsaußenposten. Xaxis war, glaube ich, der Anführer der anderen. Gebäude ausgebaut. Und ja. Natürlich nur, wenn ich mich richtig erinnere. Und die 300 sind ja am Ende nur gescheitert, weil eine untreue Seele, nämlich der 301. Der war es, der die verraten hatte, weil er nicht Seite an Seite mit den Spartiaten kämpfen durfte. Ein sehr schöner Film, finde ich. Sehr effektvoll. Und wer solche Filme mag, wer 300 kennt und sagt, boah, 300, das ist ein mega geiler Film, dann kann ich euch direkt mal einen neuen Film ans Herz legen, der mit dem Film 300 locker mithalten kann. Und das ist Abraham Lincoln, der Vampirjäger. Ein richtig guter Film, wie ich finde. Also, der hat echt klasse, der Film. Hat mir sehr, sehr gefallen. Viel, viel Action, eine super Story aufgebaut. Genau das Richtige für jemanden, der solche Filme mag. So, jetzt habe ich aber genug die Werbetrommel gerührt. Einer eurer Befestigungen. Ich glaube, wir machen hier mal so eine Querverbindung noch rüber. So. Befestigungsausbau beendet. Ja. Leute. Das ist es. Das ist es. Bin mir nicht sicher, ob wir uns von diesem Schlag hier noch erholen können. Das war ja nicht nur ein Schlag, das war ja ein Schlag mitten ins Gesicht. So eine dicke Lippe hatte ich schon lange nicht mehr. Ja. Nicht so schön. Nicht. Ach ja, verdammt. Ich hätte total vergessen. Wir müssen ja die auch noch ausbauen, ne? Naja, wir haben jetzt erstmal keine Steine mehr. Puh. Haha. Brotproduktion läuft. Wurst und so wird auch noch fleißig produziert. Alles kein Problem. Naja, Handelsexpedition begonnen. Macht der mit oder was? Mann, 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 Mann. Egal, bald können wir vielleicht mitforschen hier in der Technologie. Dazu muss nur die Kirche ausgebaut werden. Und dann können wir nämlich noch einen einzigen Pater, der fehlt uns ja dann. Den können wir dann bauen. Wenn der gebaut ist, können wir das Ding hier bekehren. Und ich glaube, dann bleiben die Türme auch stehen. Und wir haben dann hier ein Kloster. Kloster der Landwirtschaft. Und mit diesem Kloster könnten wir das Ganze dann schaffen. Wir haben ja so viele Händler, dann lasst uns doch mal handeln. Lasst uns mal hier ein bisschen was verkaufen. Passiert echt gerade gar nichts, das ist ja